Moin! Wollt ihr meine NES-Sammlung sehen? Da seid ihr hier richtig. Fangen wir an! Willkommen zu meinem ersten Sammlungsvideo. Diesmal schnappe ich mir das NES vor. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es das erste Video ist, möchte ich mal so ein bisschen rumexperimentieren. Ich mache viel Aufwand hinter den Kulissen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und das NES ist so ein bisschen das System, was ich eher am Rande sammle. Das heißt, dass da habe ich nicht so ganz viele Titel. Also Gameboy-Spiele habe ich über 100 mittlerweile. Das sammelt sich einfach so an. NES nicht so viel. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es war zwar mein erstes Spielsystem, was ich zu Hause hatte. Es war allerdings nicht mein eigenes. Ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre älter, der hatte sich das gewünscht. Okay, im Endeffekt habe ich denn damit mehr gezockt als er, aber ja, so die eigene Konsole zu haben ist nur was anderes. Deswegen ist meine Bindung an den Super Nintendo, was denn meine eigene Konsole war, und natürlich vor allen Dingen auch an den Game Boy, wesentlich höher als an den NES. Wobei ich da ganz gerne auch mal spiele. Ich mag den Stil, ich mag den Sound. Das war mein Einstieg in die Nintendo-Karriere quasi. Also, fangen wir an. Und zwar fange ich gleich mit ein paar sehr, sehr besonderen Spielen für mich an. Und zwar muss ich da ein bisschen ausholen. Als ich mit dem Sammeln angefangen habe, habe ich meine Mutter gefragt, hey, damals, wir hatten noch so viele Spiele, weißt du, wo die sind? Die meinte dann irgendwann, hey, nee, die habt ihr damals alle verkauft. Okay, gut. Das sieht mir natürlich ähnlich. Man hat damals nicht unbedingt den Wert der Spiele wertgeschätzt. Man dachte, ach, die alten Kamellen, die kann ich ja ruhig verkaufen, ne? Na gut, jetzt ist man natürlich wesentlich klüger. Hätte man nur die ganzen OVPs aufbewahrt und so weiter, ne? Aber na gut, ich schweife ab. Auf jeden Fall, bei meinem elterlichen Zuhause bin ich dann mal auf dem Dachboden auf Erkundungstour gekommen und habe durchaus einige Schätzchen ausgegraben. Zum Beispiel, da, okay, da steht normalerweise mein Super Nintendo, was ihr denn immer sehen könnt im Hintergrund. Das ist mein Original von damals, nicht vergilbt, nix. Und da habe ich unter anderem dann natürlich auch ein paar alte NES-Spiele gefunden. Und da das natürlich die Originalen aus meiner Kindheit sind, ist da natürlich die Bindung da viel, viel, viel höher mit. Also, fangen wir mit den besonderen Stücken an. Und zwar, also hier sieht man natürlich auch die schöne Verzierung. Hier schön ein Lucky Luke Aufkleber, was man halt damals so gerne gemacht hat. Also ich habe auch überall die Anleitung dabei. Das erste ist Tennis. Also, ja, ist Tennis. Damals brauchte man noch keine großartigen, tollen Namen dafür. Aber als ich es letztens wieder reingespielt habe und auch letztes Jahr für den Test, boah, ist das schwer. Also irgendwie bin ich zu doof dafür. Also Tennis ist solide. War wahrscheinlich so damals ein guter Kauf vor den Eltern. Ja, ja, komm, Dennis, kann man nichts mit falsch machen. Ist keine, hat keine Gewalt und so weiter, ne? So, und dann das nächste. Turtles. Und zwar das erste Spiel, nicht das gute. Ich weiß doch, ich war großer Turtles-Fan damals. Und natürlich brauchte man natürlich, oh, boah, geil, Turtles-Spiel. Super, will ich haben. Naja, gut, allerdings ist das nicht so gut. Der Angry Video Game Nerd hat ja auch mal ein Video dazu gemacht. Es krankt an vielen, vielen Ecken. Das Nachfolgerspiel, das Arcade-Game, ist natürlich wesentlich besser. Also, naja. Aber ist okay, Turtles gehört dazu. Dann ein ganz besonderes Spiel, auch da haben wir die Anleitung noch. Und zwar Nintendo World Cup. Wie habe ich mich mit meinem Bruder mit diesem Fußballspiel, die Nächte nicht, so lange durfte man gar nicht aufbleiben, aber die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich sag euch, liebe Freunde, also es ist immer noch eigentlich das Fußballspiel, was ich persönlich am liebsten mag. Also ich habe noch nie ein Fußballspiel gespielt, wo ich so eine gute Bindung hatte. Vor allen Dingen ganz einfach Ruppen. Man kann die Gegner umholzen, ohne Strafe, ohne Rücksicht. Und das Beste ist, wenn man die eine gewisse Zeit lang immer und immer wieder umgeruppt hat, dann blieben die einfach liegen. Also war das sogar noch ein taktischer Vorteil. Also herrlich. Natürlich hat das ein bisschen technische Probleme, weil die Sprites relativ groß sind und wenn viele auf einmal dargestellt werden, dann fängt es an, dieses zu flackern. Das ist natürlich nicht so toll, aber eins als Spiel. Eigentlich wäre es mal wieder Zeit, dass irgendein modernes Fußballspiel rauskommt, was so die Regeln ein bisschen offener auslegt, oder? Das gehen ja alle in Richtung Simulation. Braucht man sowas? Naja, damit habe ich viel, viel Spaß gehabt. So, und dann kommen wir hier zu
RC Pro AM, auch hier mit Anleitung noch original. Damals musste man die Anleitung lesen, beziehungsweise man hat alles gelesen, was man irgendwie in die Finger bekam. Ne? RC Pro AM, muss ich glaube keinem großartig erklären, ist ein wahrer Klassiker auf dem NES. Ihr steuert so kleine ferngesteuerte Autos über Rundkurse, habt Waffen, Upgrades und so weiter. Für jeden Rennspielfan auf jeden Fall sehr, sehr gut zu empfehlen. Auf den Gameboy gibt es ja auch einen Nachfolgertitel, der ist auch sehr empfehlenswert. Passt. So, und dann ein Titel, über den nicht so oft gesprochen wird, und zwar, ich muss den Titel vorlesen, Ivan Iron Man Stewart's Super Offroad. Und zwar geht das so ein bisschen in den Stil von RC Pro AM. Anscheinend, also mein Bruder hat sich die meisten natürlich damals gewünscht, der war eher so auf Rennspiel-Fan-mäßig unterwegs, war nie so meins. Aber das Spiel finde ich sogar fast noch ein bisschen als RC Pro AM. Die Ansicht ist im Prinzip die gleiche, allerdings seht ihr den Rundkurs immer auf einmal. Aber im Prinzip ist dasselbe, ihr könnt euer Auto upgraden und so weiter. Also ich finde, wenn ihr einen guten Rennspiel aus der ISO-Perspektive fürs NES spielen wollt, kann ich euch das echt empfehlen. Es kann natürlich sein, dass es meine Kindheitsnostalgie-Erinnerungen sind, aber das ist echt empfehlenswert. Spitzentitel. So, und das letzte Spiel, was ich dennoch retten konnte, das wird den meisten nichts sagen, und zwar Solar Jetman, die Suche nach dem goldenen Kriegsschiff. Das war auf jeden Fall ein etwas später im Lebenszyklus des NES, wie ich das immer so schön ausdrücke, erschienenes Spiel. Ist sehr schwer, sage ich mal, ist nicht so einsteigerfreundlich. Und zwar steuert ihr ein kleines Raumschiff über einen Planeten. Das Problem ist, der Planet hat eine Gravitation, logischerweise. Die wird auch simuliert und ihr müsst dann so mit Schubdüsen dann immer euch ausrichten und steuern und Sachen einsammeln. Das kann natürlich, wenn man teilweise ein Tunnelsystem ist, sehr, sehr knifflig werden. Schönes Spiel, sehr schwer finde ich, aber mal echt mal was anderes. Also, dass sie diese Gravitation so gut haben simulieren können, finde ich echt eine feine, feine Sache, muss ich sagen. Wenn ihr euch mal so ein bisschen andere Spiele auf dem NES anschauen wollt, das ist es auf jeden Fall wert. Erwartet jetzt keine Wunder, aber ist durchaus solide. So. Das waren jetzt auch von den Spielen her die ich ja vom Dachboden retten konnte. Aber natürlich, ihr seht schon, habe ich mir noch einige andere gekauft. Fangen wir mal weiter an, und zwar California Games. Das habe ich im Prinzip geholt. California Games, das ist ja so ein alter Klassiker vom C64. Ich damals hatte leider kein C64, musste das immer bei Kumpels sind quasi spielen. Also musste. deswegen haben wir es auch für das NES geholt, weil ich damals sehr, sehr gute Erinnerungen habe, und zwar mit diesen schönen, wackeligen Joysticks, die auch irgendwie nie so wirklich genau waren, diese verschiedenen Sportarten zu machen. Das sind natürlich im Prinzip Minispiele als Sportarten quasi getarnt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich gab es dann auch von der Firma Epix, Winter Games, Summer Games und so weiter. Aber California Games fand ich immer eigentlich am besten, weil das nicht so ernst gemeinte Sportarten waren. Auf der NES durchaus solide umgesetzt, aber da fehlt irgendwie so ein bisschen der Joystick, finde ich. So, und dann Bart Simpsons and the Space Mutants. Das habe ich in der Retro-Panda-Quält-sich-Folge verwurstet, weil das Spiel einen legendär schlechten Ruf hat. Das musste ich natürlich prüfen, und weil ich natürlich so ein bisschen Simpsons-Spiele sammle, also nicht ernsthaft, aber wenn ich mal ein Simpsons-Spiel sehe, was preislich einigermaßen okay ist, so ein bisschen so als Belustigungswert und für Retro-Panda-Quält-sich, sind die eigentlich immer sehr ergiebig. Schreckliches Spiel. Wenn ihr das nicht aus einer Kuriosität irgendwie spielen wollt, Finger weg bitte. So, dann Wizards and Warriors 3. Ich glaube, es hat sogar noch irgendwo einen tollen Untertitel. Der wird ja nicht angezeigt. Das habe ich mir im Prinzip geholt, weil ich ja so ein großer Fan von Fortress of Fear für den Game Boy bin. Und das ist ja, ich glaube, der 9. Teil der Serie oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall steht das in der Serie. Der Game Boy-Titel spielt sich allerdings etwas anders als der hier. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das geht. Ich habe auch noch nicht so die Zeit gehabt, da so tief einzusteigen. Spielt sich irgendwie komisch. Scheint sich eher in die Höhe zu spielen. Aber das Kampfsystem ist ganz gut, weil man quasi per Tastendruck stoppt und dann irgendwie mit dem Schwert sich dann ausrichtet. Ist mal ein interessanter Ansatz, würde ich sagen. Mal schauen, wenn ich die Zeit finde, da mal genauer reinzuschauen. So. Dann haben wir DuckTales, eins der wenigen Spiele, wo ich die OVP mir geholt habe. Und zwar habe ich das Spiel auf den Game Boy geliebt. Ich hatte das damals,
habe das hoch und runter gezockt und gerade weil das Spiel auch ja, zugänglicher ist und nicht ganz so schwer ist, habe ich da wirklich Stunden verbracht. Und die Gameboy-Version ist im Prinzip der Port der NES-Version. Und da es ja quasi die bessere Version mit Farben ist, musste ich es natürlich haben. Hab's mir beschafft, natürlich dann auch mit der Verpackung. Sehr, sehr schönes Spiel. Muss ich, glaube ich, keinen erklären, was es ist, oder? Kennt jeder, super, gehört in jede Sammlung. So, dann habe ich Mach Rider. Und zwar hat sich das, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch das gewünscht hat, aber für eine Retro Panda quält sich Folge gewünscht und deswegen habe ich es besorgt. Ich habe es ganz günstig bekommen. Ist ein Rennspiel, ist technisch eigentlich gar nicht so kacke für die Verhältnisse des NES umgesetzt. Vor allen Dingen ist das, glaube ich, 86, 87, also sehr früh erschienen. Von daher, ja, das Gameplay ist halt nicht so gut. Also, wenn ihr ein Rennspiel für das NES sucht, dann bitte nicht. Nee, da haben wir andere Titel. So, noch ein Titel zur Retro Panda quält sich und zwar The Adventures of Bayou Billy. Ja, das war mein Reinfall. Ich kannte das Spiel vorher nicht so wirklich, habe aber mal ein bisschen mal stöbern geguckt bei eBay. Ja, Konami, ja. Kann ja eigentlich nicht so falsch sein, oder? Ja, ich glaube, das ist eines der wenigen Spiele von Konami aus der Zeit, was richtig mies ist. Die ist im Prinzip ein Beat'em-up. Es gibt zwar auch so Autofahrszenen und so weiter, aber die spielen sich alle wie die letzte Grütze, sage ich euch. Ganz, ganz fies. Also die Kollisionsabfrage ist fies. Wenn der Gegner haut, dann werden die nicht so kurz gestunt oder so. Finger weg. Absolut kein Finger weg ist hier von Kirby. Das ist der zweite Titel, glaube ich. Der erste Titel erschien ja auf den Kirby-Titel überhaupt. Erschien ja auf den Game Boy, dann kam der. Perfekt. Es ist ein später Titel auf dem NES. Technik ist wirklich super. Die haben, HAL hat da einiges rausgeholt. Ja, ist Kirby. Typisches Kirby, klassisches Plattformer-Gameplay. Ist relativ leicht, lässt sich da ja so ein bisschen leicht so nach Feierabend runterzocken. Super Titel, gehört auch in jede Sammlung, sage ich. So, der nächste Titel, Punch-Out, und zwar leider nur die spätere Version. Und zwar Punch-Out war auch eines meiner NES-Titel, die ich rauf und runter gezockt habe damals, als ich Kind war. Das Problem ist, es gibt ja zwei Versionen von Punch-Out. Einmal das Original, was quasi Mike Tysons Punch-Out ist, was quasi der Mike Tyson, der Endboss. Das hier ist jetzt die normale Punch-Out-Version, weil ich glaube, irgendwann, 1990 oder so, ist dieser Lizenzvertrag mit Mike Tyson ausgelaufen. Und da haben sie dann einfach im Prinzip, anstatt ihn die Zweiter zu bezahlen, haben sie einfach den Endgegner, Mr. Dream heißt er da, glaube ich, ersetzt und halt das Cover ersetzt. Das Problem ist, ich hätte natürlich gerne die Version, die ich damals selber gehabt habe, quasi ja, mir gekauft. Allerdings war die, glaube ich, 15 Euro oder 10 Euro oder so sowas teurer und dachte mir, mein Gott, gut, nur bis das Endboss anders aussieht, das ist es mir nicht wert. Deswegen habe ich mir da jetzt die normale Version geholt. Irgendwann werde ich mir vielleicht noch die Mark Tyson Variante holen. Pflichtspiel kennt, glaube ich, jeder, sollte man haben. So, und dann noch ein Spiel, Skate or Die. Und zwar habe ich das damals auf meinen 386er DOS-PC rauf und runter gezockt. Das und Sky or Die, das quasi dasselbe ist, nur mit Schienen. Auch da mit so einem schönen, wackeligen Joystick, wo man immer nicht ganz genau wusste, was man macht. Und der, glaube ich, auch nicht unbedingt das immer umgesetzt hat, was man selber wollte. Ja, als ich dann gesehen habe, dass es das auch für das NES gibt, musste ich mir das natürlich so aus nostalgischen Gründen holen. Spielt sich aber Mist. Die Steuerung ist absoluter Mist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon damals auf dem PC so war, aber das ist wirklich... Das kann man schlecht beschreiben. Um quasi um eine Kurve zu gehen, reicht es nicht, wenn man zum Beispiel nach links drückt, sondern muss immer drauf hämmern. Leute, wer denkt sich sowas aus? Also, ja, nee. Dann habe ich mir noch einen Titel geholt, Snake, Rattle and Roll. Und zwar habe ich mir das geholt, das hatte ich damals nicht. Ich glaube, ein Kumpel hatte das, dass ich das da irgendwo mal gesehen habe. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Und zwar gefühlt gab es da im Club Nintendo Magazin ständig Anzeigen und wir sind über also so Werbeanzeigebilder im Kopf geblieben. Deswegen musste ich mir das mal holen. Ist ein interessanter Titel, isometrische Ansicht. Ihr steuert quasi eine Schlange, die aus verschiedenen Gliedern besteht. Und wenn ihr quasi so Pebbles isst, wird die Schlange länger. Wenn ihr einen Gegner euch trifft, dann verliert er natürlich einen dieser Pebble. Und ihr müsst ein bestimmtes Gewicht erlangen, um zum Ausgang hier zu geraten, dass sich der Ausgang öffnet. Ist ein schöner Titel, wird später echt hart, krankt natürlich so NES-typisch ein bisschen unter dieser isometrischen Ansicht, die zwar schön aussieht, aber von der Steuerung her natürlich nicht sehr einfach ist leider. So, dann kommen wir zum nächsten Stapel. Und zwar habe ich hier Defender of the Crown. Also jeder Spieler, der in den 80er Jahren zum Spielen gekommen ist, müsste eigentlich dieses Spiel kennen. War eines der Grafikwunder für den neu erschienenen Amiga damals. Ich glaube, das Spiel ist 85, 86 erschienen. Sah damals super aus. Gameplay ist natürlich eher flach, ist ein Cinemaware-Spiel. Die sind ja damals bekannt dafür, dass sie grafisch opulente oder technisch opulente Spiele gemacht haben, die spielerisch aber... naja, etwas mau quasi belegt waren. Ja, kenne ich den Titel, deswegen habe ich mir auch für den NES geholt. Ist eine ganz solide Portierung, ist natürlich von der Bedienung her ein bisschen sperrig. Also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen wie ein Strategiespiel Light mit ein paar Minispielchen eingeschränkt. Also ihr könnt zum Beispiel ein Turnier machen oder müsst eine Burg erobern und so weiter. Ja, ist okay. Ich habe es mehr aus Nostalgiegründen gekauft, ehrlich gesagt. So, dann der nächste Titel, Parodius. Und zwar war ich eigentlich ewig nie so der Shoot'em-up-Fan. Ich bin aber durch meinen Gameboy-Test von der Gameboy-Version von Parodius irgendwie so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und ich mag Parodius irgendwie so richtig gut. Also dieser nicht so ganz ernste Stil, der gefällt mir sehr. Man kann auch verschiedene Raumschiffe auswählen. Vier kann man auswählen, aus verschiedenen Franchises teilweise auch. Spielt sich sehr, sehr schön und das Feeling, und deswegen mussten wir auch die NES-Version davon holen, weil mir die Gameboy-Version so gut gefallen hat. Habe ich auch eine Panda zockt Anfolge zugemacht. Ist ein schönes Shoot'em'up, hat natürlich, ja, typisch fürs NES, wenn viel auf dem Bildschirm los ist, dann flackert und Slowdowns und so weiter, was natürlich schade ist. Aber sehr, sehr schöner Titel. Wer auf Shoot'em'up steht, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. So, und dann das nächste, A Boy and His Blob. Und zwar habe ich mir das geholt. Ihr seht, ich sage immer die Gründe, warum ich mir das geholt habe. Die meisten Spiele habe ich mir nicht einfach so gekauft. Und zwar habe ich mir das geholt, weil ich auf den Game Boy, den ja, inoffiziell oder so offiziellen Nachfolger, das weiß ich gar nicht, aber Boys the Block auf den Game Boy hatte und so eine Hassliebe gehabt habe. Ich glaube, ich habe das damals zu Ostern geschenkt bekommen damals und ich habe voll überhaupt nichts gerafft. Meine Englischkenntnisse waren damals noch nicht so groß und das Gameplay ist nicht so intuitiv. Aber weil das so im Kopf hängen geblieben ist, wollte ich mir mal die NES-Version anschauen, was im Prinzip dasselbe ist. Also vom Gameplay her ist es so eine Art Rätselspiel. Ihr habt so einen kleinen Blob, der euch folgt und ihr müsst ihn dann mit Süßigkeiten füttern, dass er sich in verschiedene Gegenstände verwandelt, die ihr dann für die Lösung der Rätsel braucht. Interessanter Titel, aber ja, technisch eher mau. Ich weiß auch gar nicht, warum der so populär ist, ehrlich gesagt. Also, naja, gut. So, als nächstes haben wir den Solstice. Da habe ich ja eine Retro Panda quält sich Folge zu gemacht. Das hat sich der Undead Collector damals gewünscht. Grüße an dich an dieser Stelle, falls du das sehen solltest. Auch da, isometrische Sicht ist natürlich problematisch auf dem NES, weil die Steuerung denn nicht ganz so toll ist. Ansonsten technisch ist ein spätes NES-Spiel, sieht sehr gut aus, die Technik ist spitze, aber wie gesagt, die Steuerung ist nicht so gut, es ist wirklich schwer und vor allem undurchsichtig. Also ich weiß gar nicht, wie man das damals ohne irgendwelche Lösungsvorschläge durchs Internet hätte gut durchspielen können. Gutes Spiel, weil wenn ihr euch da mal irgendwo reinknien wolltet, ja, Geschmackssache, sage ich mal. Ne? So, ein absoluter Klassiker, Blades of Steel. Und zwar, auch davon hatte ich damals die Gameboy-Version. Und deswegen habe ich mir da quasi das Original geholt, weil
Gameboy-Version mal natürlich portiert, wie viele NES-Spiele hier einfach auf den Gameboy portiert wurde, passt da einfach gut, 8-Bit-System, 8-Bit-System, machen wir die Grafik ein bisschen schlechter und dann passt das schon. Hat auch bei vielen Spielen relativ gut geklappt, würde ich sagen, man muss natürlich ein bisschen Mühe reinstecken. Eishockey-Spiel, ich habe mit Eishockey überhaupt nichts an Hut, damals auch nicht. Macht mir aber trotzdem Spaß, auch vor dem, weil man sich natürlich auch kloppen konnte und so weiter. Das war natürlich gar nicht mal so schlecht, wie man bei Nintendo World Cup gesehen hat. Mag ich es, wenn die Regeln nicht mal ganz so detailgetreu ausgelegt werden. Aber ich glaube, im richtigen Eishockey dürfen sie sich auch kloppen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Macht Spaß, eigentlich Pflicht für jeden, ist auch nicht teuer. So, und dann noch ein. Ich merke schon, ihr könnt so ein Muster erkennen. Das hatte ich mir nämlich die Gameboy-Version von einem Kumpel damals ausgeliehen. Und deswegen habe ich mir das Original geholt. Also im Prinzip dasselbe wie da. Ja, Robin Hood damals mit Kevin Costner. Großer Film. Gab es eine Versoftung dafür. Und Überraschung, sieht's gut. Euch erwartet quasi ein Action-Adventure mit verschiedenen Ebenen. Auch da gibt es so seitliche Zweikämpfe und so weiter. Ihr müsst Rätsel lösen, ist ja, wie ein Adventure aufgebaut, ist von der Steuerung natürlich her nicht mehr unbedingt zeitgemäß, ein bisschen fummelig, aber da, also die Lizenzversoftung für einen Film, hätte ich wesentlich Schlimmeres erwartet, irgendwie 0815 Plattformer oder Minispielsammlung oder so. Also ist ein Geheimtipp, würde ich sagen, obwohl Geheimtipp weiß ich nicht, aber ist ein Tipp, wenn ihr mal nach einem Action-Adventure auf dem NES oder auch Gameboy sucht, ist gar nicht so verkehrt, also. So. Denn ihr habt es vielleicht schon an der goldenen Cartridge gesehen, Zelda 2. Und zwar, es ist irgendwie komisch. Ich kam mit den Zelda-Titeln kam ich damals auch in Berührung. Mein Bruder hatte sich das von einem Kumpel ausgeliehen, die Spiele. Aber ich habe die nie so verstanden. Gut, da war ich vielleicht so zweite, dritte Klasse. Videospiele waren relativ neu. Ich war eher so auf diese einfachen gepolt. Und das war, die Sprache war Englisch, ich habe nicht so wirklich verstanden, was sie von mir wollten. Deswegen kam ich da nie so in Zelda rein. Das kam bei mir erst wirklich mit dem Super Nintendo und mit A Link to the Past. Deswegen ist das schön, der Zelda 2 gilt ja als bei vielen als nicht so gut oder als, ja, es ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Zelda-Teil. Da merkt man auch aber auch, dass die Formel noch nicht so festgeschrieben war. Die hat natürlich mit dem ersten Teil einen super Erfolg gemacht. Haben natürlich sich überlegt, ja, ich sag, dasselbe können wir ja nicht nochmal machen. Also haben sie da quasi aus der Seitenansicht was gemacht. Aber ist durchaus nicht zu unterschätzen, ist immer noch ein solides Spiel, würde ich sagen. Aber ist natürlich kein klassisches Top-Down-Zelda-Spiel. Aber hey. So. Und dann habe ich hier noch Gauntlet 2. Und zwar ist das ein alter Spieleheim-Klassiker. Ist quasi so der Inbegriff von Rogue-like, was man heute sieht. Ihr steuert quasi einen von vier oder waren es drei Charaktere durch Labyrinthe, erschlägt Monster, sammelt Erfahrungspunkte, heilt euch. Da gibt es nur noch so Monsternester, die ihr immer kaputt machen wollt, weil da sonst immer ständig neue Monster rauskommen. Interessanter Titel, durchaus solide umgesetzt, wahrscheinlich nicht die beste Umsetzung, aber ist mal was anderes auf dem NES, würde ich sagen. So, und dann haben wir hier noch Dream Master. Das habe ich mir echt gekauft, weil ich den Titel so toll fand und irgendwie war mir auch dieser Name von damals so im Kopf geblieben. Ist ein sehr, sehr schön gestalteter Plattformer, allerdings nicht einfach. Das darf man nicht vergessen, es war ein kleines Kind als Protagonist, aber es ist nicht einfach. Und zwar ist da der Clou, dass es quasi überall kleine Kreaturen gibt, also Tiere und so weiter, die könnt ihr mit Süßigkeiten füttern. Und dann könnt ihr, das klingt jetzt komisch, in die reinsteigen. Also ein Frosch zum Beispiel, dann springt ihr höher und so weiter. Also die helfen euch dann quasi. Das klingt jetzt etwas echt komisch. Ihr könnt in einen Frosch reinsteigen, wenn ihr sie mit Süßigkeiten füttert. Naja, aber ihr wisst, Videospiel-Logik, ne? Also empfehlenswerter Titel, super Technik, ist sehr schön. So, und dann ein Cartridge, was im Prinzip selbsterklärend ist. So ein 3-in-1 Cartridge, Super Mario Bros., Tetris, Nintendo World Cup. Das kriegt man relativ günstig, das wurde so am Ende vom NES-Lebenszyklus immer ganz gerne rausgehauen, um so ein bisschen so die älteren Spiele zu verwursten. Heute gibt es irgendwelche Rabattaktionen oder irgendwelche Gold Editions oder irgendwie sowas oder Compilations. Hier haben sie es halt so gemacht, ist ein No-Brainer, 3 spitze Spiele, muss ich nicht glaube mehr irgendwas dazu sagen, oder? So, und jetzt sind wir schon beim letzten Spiel. Und zwar Chip and Dale. Also Chip und Chap
auf Deutsch. Die Zeichentrickserie müsste eigentlich jeder von euch erkennen. War auch einer meiner liebsten Serien damals, neben Darkwing Duck, Tailspin, wie heißt das noch auf Deutsch? Boah, echt schlimm, wenn einem nur die deutschen Namen, die englischen Namen einfallen, oder? Captain Baloo und seine Crew, genau. Wobei mein Favorit war sowieso immer DuckTales, aber Chip and Chap, das konnte man auch immer sehr gut sehen. Ist auch ein sehr, sehr guter alter Plattformer, damals von Capcom. Die haben ja 1A Disney-Spiele gemacht, die haben ja auch DuckTales gemacht. Kann man nicht mit viel falsch machen. Sehr, sehr schöner seitlicher Plattformer, Gegner erledigt, indem man so Kisten werft und so weiter. Macht sehr viel Spaß, kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Das war dann auch schon meine Sammlung. Wie gesagt, ich habe mit der kleinsten Sammlung angefangen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie euch so ein bisschen die Aufmachung und so weiter gefällt. Ich habe ja alles immer schön eingeblendet und so weiter. War natürlich viel Arbeit, aber das mache ich mir natürlich gerne, wenn das Ergebnis schön ist und bei euch gut ankommt. Ja, vielleicht meine Gameboy-Sammlung. Würde euch sowas interessieren? Oder Super Nintendo-Sammlung? Ich habe so ein bisschen angedacht, die 300 Abonnenten, die sind nicht mehr so ganz so weit. Da wollte ich natürlich so ein bisschen ein richtig, richtig aufwendiges, schönes Video machen. Da würde sich ja die Gameboy-Sammlung ja eigentlich anbieten, weil ich da wirklich über 100 Spiele habe. Ist natürlich viel Arbeit, aber zur Feier eines so besonderen Anlasses wäre das doch mal was. Also, wenn euch das alles gefallen hat, würde mich das freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Natürlich auch, wenn es euch nicht gefallen hat, weil ich will mich natürlich immer wieder verbessern. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach in die Kommentare rein. Ich werde mal schauen, was sich da machen lässt. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.